Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute schauen wir uns die Scharnhorst an. In dem Fall ein schönes Replay bekommen, aber er ist nicht alleine. Nein, er spielt auch mit einer Kneisenau zusammen. Also da ist Stoff geboten. Wie gesagt, leider nach wie vor die Replay-Funktion so, dass ich euch keine Sicht mehr selber bieten kann, sondern wir schauen uns die Sicht, die der Spieler hier anbietet, an. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn jetzt nämlich die ersten Hits kommen, kriegen die das dann schon hin zusammen, denke ich einfach mal. Also Nordlicht sehen wir hier, Nordlicht 111 zusammen mit Walter K. Nehring, für alle die, die wissen wollen, wer spielt denn da überhaupt für uns. Natürlich sieht man es auch in der Endauswertung nochmal. Pensacola da jetzt leider ohne Treffer, beziehungsweise ohne Schaden dabei verursacht zu haben. So ist es treffender gesagt. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Schaden sehen werden. Das sind nämlich doch einiges an Schadensmöglichkeiten, die sich hier ergeben werden. Schöne an der Scharnhorst ja die Torpedos, die da auch am Start sind. Und jetzt schauen wir mal, ob er diesmal die Königsberg da vielleicht ein bisschen ärgern kann. Fährt auf jeden Fall schon mal schön seitlich, aber mit 15,5 Kilometer natürlich ein Stück weit weg. Und man sieht, hat nicht geklappt. Schade drum. Aber auch hier noch wollen die Granaten nicht so, wie er will. Wenigstens den ersten Punkt konnte einnehmen. Das ist ja auch schon mal was wert. Vielleicht die König jetzt mal. Aber erstmal bekommt er da ein bisschen was ab. Gott sei Dank nicht wirklich schlimm. Nichts, was man nicht wieder heilen könnte. Zumindest fast komplett. So, Fubuki da jetzt dreht hier fast in den Reihen, aber können sie beide nochmal gut ausweichen. Dementsprechend hier kein Problem. Das bisschen Streifen, das schadet nicht. Aber auch hier 1520, wenigstens zweimal Schaden, aber immer noch nicht wirklich viel. Und jetzt sehen wir schon, also jetzt gerät er dann deutlich mehr in den Fokus langsam. Pensacola schlagt Haken, um hier nicht getroffen zu werden. Aber in dem Fall wenigstens mal 2200 Schaden. Das war jetzt schon die höchste Damage-Keule, die wir bisher auspacken konnte. Aber da wollen wir mehr sehen. Langsam aber sicher, wollte ich gerade sagen, könnte auch mal ans Heilen denken. Und vielleicht kriegt er jetzt auf die Königsberg da was Schöneres. Denn sind mit 12,3 Kilometer auf jeden Fall schon deutlich weniger Distanz zu überbrücken für ihn hier. Aber klappt nicht. Ganz im Gegenteil, nach wie vor bleibt er hier im Fokus. Und jetzt nimmt er dann doch wohl wieder die Pensacola. Auch wenn sie näher dran ist. Aber die Königsberg, die wird ein bisschen schöner fahren, muss man sagen. Er bleibt aber dabei, er versucht es nochmal mit der Pensacola. Die Torpedos kommen von der Mutsuki. Pensacola zwar getroffen, aber wir haben es gesehen, 760 Schaden ist auch wieder hier nicht viel. Den Torpedos konnte er gut ausweichen, da muss er aufpassen. Denn das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und seht mal, was da drüben noch alles an Schiffen ist. Und jetzt hat er das nächste Ziel, nämlich die Mutsuki soll es jetzt sein. Und da macht er mit 5400 jetzt mal eine ordentliche Kelle. Also die waren sehr schön. Mutsuki geht jetzt auch in den Nebel, um hier möglichst nicht nochmal getroffen zu werden. Jetzt hat er zwei Brände am Start.
Da muss er jetzt die löschen, weil sonst schaut es da auch ganz bitter aus. Und wir sehen weiterhin nach wie vor, die Gegner wollen ihn. Zwei Zieltreffer und jetzt ist die Mutsuki weg. Da haben es die Sekundären gemacht und da sieht man, die Sekundären, die sind immer mal wieder zu gebrauchen. So, und jetzt vielleicht mal eine schöne Salve auf die König, aber auch wieder hier. Oh, doch, mit dem zweiten Schwung kam da nochmal ein bisschen was rein, also in Summe knapp 8000 Damage. Da wird es so allmählich, aber sicher. So, da gehen ein paar in die Insel rein. Knapp 4000 Schaden. Er brennt schon wieder. Da wird jetzt direkt gegengeheilt. So, und jetzt hier das nächste Ziel, was sich hier ergibt. Also, jetzt hat er wirklich einiges zu tun. Könnte vielleicht langsam mal seine Torpedos auspacken. Genau, Reichweite sind ja da die, lass mich nichts falsch sagen, 6 Kilometer müssten sein. Dementsprechend wird es hier auch funktionieren. Sekundären weiter am Feuern und jetzt wohl wieder auf die König. Er dreht jetzt hier rein, muss aufpassen, dass er natürlich nicht seine komplette Seite entblößt. Aber auch hier 8500 Schaden, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich viele. Jetzt sollte auch den Brand dann noch löschen. Genau, zwei Brandherde sind nämlich sehr unangenehm sonst. Und da hat ein Torpedo getroffen, sehr gut. Der ist schon mal wichtig, das gibt schon mal schönen Schaden. Und damit ist er jetzt auch schon bei 66.000. Wir sehen auch durch den einen, durch die Flutung, glaube ich, ist es, kriegt er da auch noch den ein oder anderen Zähler mehr. Und ein oder anderen ist ganz nett, weil der tickt jedes Mal so für 1500. Das ist doch schon sehr ordentlich. So, jetzt wird es aber langsam auch wirklich brenzlig für ihn. Hat nur noch 7500 HP zur Verfügung stehend. Deswegen entfernt er sich da jetzt auch so ein bisschen vom Gegner. Aber mit der Salve sollte er doch hoffentlich jetzt wenigstens die König wegmachen können. Und ja, sehr schön. Da ist jetzt die König endlich raus. Hat sich wirklich sehr schwer hier auch getan. Trotz zwei Stufen Tierunterschied. Bis dato keine Zitadelle, aber wir sehen der Schaden doch schon bei 100.000. Also das hat sich so sang- und klangheimlich irgendwie so immer vermehrt, ohne dass man es gefühlt richtig mitbekommen hat. So, die Kneisenau, die hat nicht mehr viel, aber aimt auch auf ihn. Und da hat er auch noch drüber geschossen. Wie ärgerlich ist das denn? Da, wo man in der Situation mit den 14.000 Hitpoints wirklich jeden Hitpoint gut gebrauchen kann, lässt man hier nochmal die Möglichkeit zu, dass die Kneisen auf einen schießt. Schüsse sind raus, jetzt muss er aber weg. Und da ist Kill Nummer 3, sehr schön. Sein Feuer hat er auch wieder direkt gelöscht. Und sobald er die nächste Heilung am Start hätte, könnte er auch nochmal einiges wieder heilen. Also da hat er jetzt ein Potenzial zumindest vorhanden. Aber auch da sehen wir, der Gegner hat weiterhin ihn hier auf dem Zettel. Die Torpedos, die stellen keine Gefahr dar. Weit genug vor ihm weg gewesen. Oh, Königsberg. Interessantes, spannendes Ziel. Oder die Pensacola. 8 Kilometer ist gar nichts. Und die schauen nicht schlecht aus. Die könnten gut kommen und machen hier 4000 Schaden. Aber wie gesagt, leider hat er hier so das Thema Zitadellen. Pech, muss man ja schon fast sagen. Torpedos direkt voraus. Sekundäre wieder am Ballern. So, und jetzt nur noch 390 Hitpoints. Ja, da macht's wieder mal die Sekundärbatterie klar. Die letzten paar Hitpoints. Und das nächste Opfer dann da, die Königsberg. Und jetzt die Königsberg, die hat auch nicht mehr allzu viel. Hat schon 125.000 Damage.
auf der Uhr. Großkaliber hat er auch schon ins Einsacken können. Und jetzt sollte es doch gleich durch sein für die Königsberg. Aber die Schüsse kommen nicht gut, leider. So, jetzt nochmal mit dem hinteren Turm. Aber auch da, alle daneben. Brennt aber, deswegen auch da ist es durch. Und da hat er sich jetzt seinen 5. Kill geangelt. Und auch wieder hier das Thema Sekundärbatterie hat es gemacht. Scharnost hier, die ist noch rappelvoll. Das ist natürlich mal ein richtig dicker Brummer. Wir sehen aber 3 Schiffe noch gegen 2 und er bekommt hier das Feuer auf sich. In dem Fall ist es noch die Leander, die hier auf ihn schießt. Wie gesagt, ich kann mich leider hier jetzt in der Replay-Funktion nicht mehr umschauen. Ich weiß nicht, was und warum das geändert worden ist. Es ist auf jeden Fall sehr schade. Das war bis dato eigentlich immer sehr, sehr gut, so wie es war. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Versionsproblem. So, hier wieder 5700. Also so die richtig dicken Zahlen, die will er irgendwie nicht bekommen. Aber am Ende des Tages ist das auch alles egal. Weil Hauptsache man bekommt es hin. Und hier durch die Sekundären gibt es wieder einen Brand. Das ist doch schön. So, Torpedos von der Scharnhorst geschossen, aber auch da wieder vor ihm gut durchgegangen. Und wir sehen, die Scharnhorst, die verliert rapide. Also vorher war sie noch rappelvoll, jetzt nur noch 20.000 Hitpoints. Aber er selbst hat leider keine Heilung mehr. Das heißt, jetzt heißt noch alles an Damage auspacken, den man halt so irgendwo zur Verfügung hat. Und so lang als möglich irgendwie überleben. Er zieht auch ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack in den Situationen. Da könnte er mehr auf die Wasserlinie draufballern. So, aber jetzt sind es noch 5000 Hitpoints. Die Torpedos schauen gar nicht schlecht aus. Ja, und der Torpedo, der kommt an. Aber leider in dem Augenblick wird auch er dann noch da zerstört. Sehr schade, denn ich dachte mir schon, super, hat er geschafft. Aber 184.000 Damage, das ist schon einiges, was er da gehabt hat. So, jetzt sehen wir hier noch das Schiff untergehen. Mal gucken, was da noch sein Team darstellen kann. Hier in Form der New York und der Emerald, die hier noch am Start sind. Aktuell muss man aber sagen, wenn der Gegner jetzt hier wegfahren würde und sein Team keinen Cap mehr holen würde, würde der Gegner noch gewinnen, denn ticketmäßig liegt er da noch in Führung. Die Leander ist da jetzt offen in der Mitte. Wie gesagt, das ist jetzt alles Ansicht, die wir hier von ihm bekommen. In dem Fall sehen wir die Leander, die war schon richtig angedrömelt. Wir spulen mal ein bisschen, weil ich weiß in etwa, wo das Aufeinandertreffen stattfinden sollte von der Zeit her. So, da ist sie nämlich. Ich verabschiede mich schon mal. Hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder die Scharnhorst zu sehen. Wünsche euch weiterhin auch ebenfalls schöne Runden und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.